Der große Traum, online Geld zu verdienen. Und im heutigen Video werde ich dir die verschiedenen Möglichkeiten zeigen, mit denen du nachweislich wirklich im Internet Geld verdienen kannst. Und das Ganze ortsunabhängig und zeitunabhängig. Ich habe absichtlich mehrere Möglichkeiten mit reingenommen, denn unter diesen ganzen Möglichkeiten kannst du schauen, was zu dir und deinen Fähigkeiten passt. Vielleicht kann der eine was besser und der andere ein bisschen schlechter. Dann solltest du auf jeden Fall eine andere Möglichkeit entscheiden. Also schau dir dieses Video unbedingt bis zum Ende an. Schreib deine Top 3 Möglichkeiten hier in die Kommentare und erfüll dir deinen Traum, sei es in den Bahamas Kokosnüsse zu trinken, mehr Zeit mit deiner Familie zu verbringen, dir ein M5 zu kaufen oder sonstiges. Und da ich auch nicht lange Zeit verschwenden möchte, lass uns direkt mit der ersten Möglichkeit anfangen. Die erste und die einfachste Möglichkeit ist Freelancing. Was ist Freelancing? Du meldest dich auf einer Plattform wie Upwork oder Fiverr an und nutzt deine Fähigkeiten, um damit Geld zu verdienen. Was meine ich damit? Beispielsweise kannst du wahrscheinlich Deutsch sprechen oder halbwegs, wenn du dieses Video anschaust. Durch diese Fähigkeit kannst du jetzt im Internet Geld verdienen, indem du Aufträge aufnimmst und Sachen beispielsweise von Englisch ins Deutsch übersetzt. So. Darüber hinaus kannst du deine Deutschfähigkeiten dafür nutzen, beispielsweise verkaufende Texte zu schreiben. Viele Online-Shops im Ausland, vielleicht ist ja eine Shopsprache auf Englisch oder Französisch und die nutzen jetzt oder die brauchen jetzt Leute aus Deutschland, die Sprache sprechen und die wissen, worauf es ankommt, sodass sie ihren Shop übersetzen können. Das sind Freelancer-Tätigkeiten und mit denen kannst du Geld verdienen. Übersetzen, copywriten, das heißt verkaufende Texte zu schreiben, transkripten und vieles mehr. Zeit gegen Geld tauschen, ortsunabhängig, zeitunabhängig im Internet. Möglichkeit 1. Es kommt natürlich jetzt auf deine Ziele und deinen Lebensstandard an, aber damit könntest du in der Tat, wenn du beispielsweise im Ausland lebst, nebenbei Geld verdienen, mit deinem Laptop Geld verdienen und das Skillset, was du hast, dafür nutzen, um einfach, ich sag mal, ein bisschen was dazu zu verdienen. Am Ende des Tages ist es für dich ein Vollzeitjob, das heißt, du kannst es nicht skalieren, wie man so schön hier in der Internetsprache sagt. Meines Erachtens nach ist es sehr, sehr schwierig, richtig viel Geld damit zu verdienen. Das heißt, wenn dein Ziel ist, okay, nebenbei etwas dazu zu verdienen, dir was anzusparen und rumzureisen, dann ist Freelancing wahrscheinlich eine sehr, sehr leichte und auch natürlich eine gute Möglichkeit, um zu leben. Die zweite Möglichkeit, um im Internet Geld zu verdienen, ist es als Influencer, Streamer oder Blogger. Ich packe jetzt mal alle zusammen, denn dadurch hast du einfach eine sehr, sehr große Reichweite. Beispielsweise, wenn du 100.000 Follower auf Instagram hast, kannst du im Nachgang sehr, sehr viele verschiedene Möglichkeiten, um mit denen Geld zu verdienen. Das heißt, du kannst deine eigenen Produkte rausbringen, deine eigene Modemarke und so weiter und so fort. Wenn du bereits eine Reichweite hast, ist es schwerer, kein Geld zu verdienen, als Geld zu verdienen. Das heißt, es ist schwerer, Insolvenz zu gehen, anstatt wirklich Geld zu verdienen. Jetzt stellt sich die Frage, wirst du denn zu einem Influencer, wirst du denn zu einem Blogger? Ich denke nicht, dass ich das in diesem Video klären kann, darum werde ich die wichtigsten Punkte einmal kurz zusammenfassen. Du solltest täglich Content, also Inhalte rauspublishen. Du sollst dich für eine Nische entscheiden, das heißt, entweder du bist im Gaming oder du bist im Sport. Fokussiere dich auf eine Nische, auf eine Zielgruppe und publische da die Videos heraus. Täglich, Woche für Woche, Jahr für Jahr, bis du eine gewisse Followerschaft aufbaust. Nutzt dafür alle Social Media Plattformen, das heißt sowohl YouTube als auch Twitch, als auch TikTok, als auch Instagram. Publish auf all diesen Plattformen deine Videos raus, bis du mehr und mehr an Reichweite gewinnst. Das ist Möglichkeit 2, das heißt, ich nenne es mal als Influencer. Als Influencer hast du im Nachgang, wenn du diese Followerschaft aufgebaut hast, viele Möglichkeiten, um Geld zu verdienen. Fokussiere dich auf eine Nische und publish der Content. Und wenn du die 100.000 Follower hast, schreibst du mir eine Nachricht, dann haben wir auf jeden Fall Möglichkeiten, dass du Geld verdienst. Eine weitere Möglichkeit ist Affiliate Marketing, Möglichkeit 3. Affiliate Marketing ist ganz einfach, du empfehlst die Produkte von jemand anderen, das heißt, es gibt eine Brand XY, du machst jetzt Videos dazu oder du schreibst jetzt einen Blogbeitrag zu diesem Produkt und hinterlegst dann deinen Link. Sobald ein potenzieller Kunde auf den Link draufklickt, landet er auf der Seite von Produkt XY, erwirbt das Produkt und du kriegst Prozente im Schnitt, sagen wir mal, von 3-20% Umsatzprovision. Das heißt, du hast über deinen Link 10.000 Euro kreiert, beispielsweise werden jetzt 2.000 Euro direkt an dich ausgeschüttet. Der große Vorteil hierbei ist, dass du dich selbst nicht um die Produktion, um das Fulfillment, um die ganzen Steuern und so weiter und so fort kümmern musst. Nein, du musst wirklich nur verkaufen und du kriegst dafür dann Geld. Ich habe selbst auch immer wieder mal Affiliate-Marketing-Projekte mitgemacht. Es war nie mein Haupteinkommen. Ich habe beispielsweise für eine Software 50.000 Euro eingebracht, habe davon 5.000 Euro ausbezahlt bekommen. Es war ein nettes Nebengeld, sage ich mal. Es war ein nettes Taschengeld. Langfristig kann ich aber Affiliate-Marketing nicht als Vollzeitjob empfehlen. Ganz einfach Hintergrund, denn die Company, die dieses Produkt XY besitzt, kann jederzeit mehr Geld als du investieren ins Marketing.
denn sie haben die volle Provision, sie haben den vollen Umsatz. Und sobald sie Werbung beispielsweise draufschalten, wird es immer leichter sein, dass sie Umsatz machen, als dass du Umsatz machst. Das heißt, Affiliate Marketing ist ein nettes Nebeneinkommen meines Erachtens nach. Aber sein ganzes Business darauf zu fokussieren, die Produkte von jemand anderem zu verkaufen, empfinde ich persönlich als unnötig. Verkauf lieber deine eigenen Produkte. Und somit kommen wir zur Möglichkeit Nummer 4, das bekannte Dropshipping. Es ist sehr, sehr ähnlich wie Affiliate Marketing, besonders jetzt mit dieser Introduction. Du verkaufst Produkte, die du selbst nicht besitzt, aber es gehört zu deinem Unternehmen und zu deiner Marke. Du verkaufst beispielsweise Produkte von einem Lieferanten aus Europa oder aus China in deinem eigenen Online-Shop, deiner eigenen Werbung und der vollen Provision. So, wenn du jetzt Verkäufe generierst, bezahlst du den Lieferanten, der Lieferant liefert unter deinem Namen an den Endkunden. Eigentlich ein sehr, sehr einfaches Konstrukt und ein sehr, sehr einfaches Business. Gibt es schon seit Jahrzehnten, nennt sich Streckengeschäft. Mittlerweile gibt es den hippen Namen Dropshipping. Ist auch von der Idee her und vom Potenzial her riesengroß. Du kannst viel Geld verdienen, du kannst viel, viel mehr Geld verdienen als mit allen Möglichkeiten davor. Denn du hast jetzt deinen eigenen Online-Shop mit deinen eigenen Produkten, die zwar nicht bei dir zwischenlagert sind, aber trotzdem das deine Produkte, die du in deinem Online-Shop verkaufst. Und somit kannst du, wie man im Internet so schön sagt, dein Business sehr, sehr leicht und sehr, sehr hoch skalieren und viel Geld verdienen. Das ist ein großer Vorteil beim Dropshipping. Der einzige Nachteil, den ich hierbei sehe, ist, dass der Kunde hier nicht im Fokus steht. Das heißt, du hast den Vorteil, du musst die Ware nicht im Vornherein kaufen, aber der Kunde muss länger jetzt auf die Ware warten. Und als Unternehmer, besonders als wenn du jetzt im Internet Geld verdienen willst, musst du den Kunden jederzeit im Fokus haben. Das Unternehmen, welches meisten Fokus auf den Kunden legt, das gewinnt langfristig. Der Kunde muss glücklich sein. Das ist die wichtigste Aufgabe als Unternehmer. Wenn du jetzt Dropshipping betreibst, hast du zwar den Vorteil, dass du die Ware nicht zwischenlagerst, aber den großen Nachteil, dass der Kunde ewig lang warten muss. Außerdem habe ich in der Vergangenheit oftmals gesehen, wie Leute einfach einen Schmarrn im Internet verkaufen. Das heißt, bitte pass auf, wenn du diese Fähigkeiten lernst, dass du keinen Schmarrn im Internet verkaufst. Denn wenn du Schmarrn verkaufst, wirst du langfristig keine treuen Kunden aufbauen. Das ist enorm wichtig, wenn du eine Online-Brand für ein Dropshipping aufbauen möchtest. Darum habe ich mich damals entschieden, von Dropshipping jetzt auf die nächste Möglichkeit umzusteigen. Das ist nämlich das Print-on-Demand. Beim Print-on-Demand hast du deine Basic-Textilien, Accessoires, Tassen, Canvas und Co. und platzierst darauf die Sites. Wenn diese sich jetzt verkaufen, dann ist es ähnlich wie beim Dropshipping. Das heißt, nennt es auch Dropshipping 2.0 deswegen. Die Produkte werden gedruckt, aber erst natürlich nach einem Kauf und an deinen Kunden versendet. Du hast wieder mal kein Lager, deine Print-on-Demand-Produktion übernimmt die ganze Produktion und den Versand und du kannst auf keiner Ware sitzen bleiben. Da jetzt die Ware aus Deutschland, wenn du eine deutsche Print-on-Demand-Druckerei wie MarketPrint hast, wenn die Ware aus Deutschland versendet wird, hast du auch noch den großen Vorteil, dass die Ware ziemlich schnell bei deinem Endkunden ankommt. Somit hast du treue Kunden und natürlich Kunden, die immer wieder bei dir einkaufen. Somit ist die Skalierung im weiteren Verlauf einfacher. Denn Kunden kaufen nicht nur einmal, vielleicht im Schnitt 2-3 Mal und du verdienst mehr Geld, ohne dass du jedes Mal in Advertising Geld investieren musst. Lass uns über die letzte Möglichkeit reden. Amazon FBA. Was ist Amazon FBA? Ganz einfaches Modell eigentlich. Du kaufst massenhaft aus dem Ausland ein, beispielsweise China. Reden wir über Kerzen. So, du kaufst 1000 Kerzen ein, du lagerst die hier bei Amazon und platzierst das Produkt bei Amazon rein. Du profitierst dadurch, dass Amazon eine der größten Suchmaschinen der Welt ist. Das heißt, Leute geben jetzt ein Kerze, ganz einfach natürlich dargestellt, der Preis ist das ein bisschen schwerer. Die Leute geben jetzt ein Kerze, kommen auf dein Produkt, kaufen das Produkt und Amazon versendet das Produkt für dich. Das heißt, deine Hauptaufgaben sind, Produktrecherche zu betreiben und zu schauen, was auf dem Markt gut ankommt. Und die zweite wichtige Aufgabe ist es, richtig Marketing zu betreiben. Produktfotos, richtige Platzierung, richtige Keywords, das heißt, dass die Leute dich über die Suchfunktion finden können und natürlich dauerhaft neue Produkte nachzuschießen bzw. deinen Stock jederzeit aufrechtzuerhalten, also dein Lager aufrechtzuerhalten. Das ist die letzte Möglichkeit, Amazon FBA. Meines Erachtens nach auch eine gute Möglichkeit, denn wir profitieren jetzt von Amazon, wir profitieren von dieser riesengroßen Suchanfrage. Der große Nachteil hierbei ist, wenn du jetzt beispielsweise 1000 Kerzen kaufst, eine Kerze kostet 3 Euro, zahlst du 3000 Euro plus Mehrwertsteuer plus Versand. Und wenn du es jetzt nicht schaffst, die Kerze richtig bei Amazon zu platzieren, dann wirst du wahrscheinlich auf der Ware sitzen bleiben. Das heißt, die Recherche davor ist sehr wichtig, besonders bei Anfänger, die noch nicht wissen, wie man online verkauft, könnte das problematisch sein. Das heißt, du sollst unbedingt wissen, was gut ankommt auf dem Markt und du sollst unbedingt deine Hausaufgaben machen, bevor du 1000 Kerzen aus China kaufst. Denn sonst kannst du für die nächsten Jahrzehnte wahrscheinlich Kerzen anzünden.
heute habe ich einfach keinen Humor. Nun gut, das waren die Möglichkeiten. Meines Erachtens nach, das Business, was ich mache, ja, wahrscheinlich bin ich jetzt natürlich irgendwo nicht objektiv, ist Print-on-Demand das Beste. Darum habe ich auch eine Print-on-Demand-Software, eine Print-on-Demand-Company, Print-on-Demand-Beratung und Print-on-Demand-Online-Shops. Schau gerne vorbei, ich verlinke mal alles hier, Market Consultive und Market Print. Wenn dich für die anderen Themen interessierst, schreib sie gerne in die Kommentare. Ich kann gerne zu allen Möglichkeiten Videos machen, mehr darüber erzählen, mal einen Experten einladen, der beispielsweise MS und FBA macht, dann können wir mit ihm diskutieren, können die Sachen durchgehen, die Vorteile, die Nachteile und einfach eine offene Diskussion führen. Ich finde, das fehlt auf dem deutschen Markt. Darum, wenn ihr jemanden kennt oder wenn ihr mehr über ein Business erfahren wollt oder wenn ihr einen Lieblings- oder einen Favorite habt unter all den Möglichkeiten, schreibt es doch in die Kommentare und lasst uns diskutieren. Außerdem habe ich eine PDF für dich kreiert mit den ganzen Möglichkeiten, um online Geld zu verdienen. Da sind ein paar mehr Möglichkeiten drinnen. Klick unten auf den Link, lad es dir runter und schau dir an, mit welchen Möglichkeiten auch du Geld verdienen kannst. Das ist ein bisschen ausführlicher als dieses Video. Darum schau es dir an, kostenlos. Ich verabschiede mich an dieser Stelle. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.